Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. An Nomen erkunde weiter den Betrachter-Dungeon für mich, denn ich habe Angst, mich denen zu stellen. An Nomen ist dank dem Schild, den er anhat, der Einzige, der sich den Betrachtern wirklich stellen kann, ohne sofort zerlegt zu werden. Wir waren mit ihm schon oben im Norden, jetzt gehen wir mal in den Süden. Aber zuvor gucke ich nochmal, ob noch irgendjemand von diesen Priestern, von diesen dreckigen Kultisten hier rumsteht, der vielleicht noch eins auf die Nuss haben will von mir. Nee. Oder auf die Nüsse, mehr oder weniger. Dann schauen wir mal weiter. Oh mein Gott. Ah, drei Gauts, ein Betrachter. Und für mich hat ja vorhin ein Gaut schon gereicht, um mich fast umzubringen. Ja, ein Gaut hat fast gereicht, um Bracket umzuhauen mit seinen 800 Millionen Lebenspunkten, die er mittlerweile hat. Naja, dann lassen wir an oben da unten mal kämpfen. Und holen unsere Gruppe langsam näher ran. Der ist komplett immun gegen alles, was die mit ihm machen können, solange es kein älteres Auge ist. Weil ältere Augen können dann auch Zauber wirken wie Einkerkerung. Und das geht natürlich überhaupt nicht. So, mal schauen. Hat Nalia noch irgendetwas, mit dem ich Anomen helfen kann auf Entfernung? Also Hast brauche ich gar nicht erst zu zaubern. Dieser antimagische Strahl müsste das entfernen, alle möglichen Arten an Buffs. Müsste das eigentlich entfernen. Also das bringt wahrscheinlich nicht viel. Was hast du hier? Das Steinhaut brauchst du nicht. Du kannst Erdelementar beschwören, was auch komplett sinnlos ist. Dann schauen wir doch mal. Oh, nicht abweichen vom Weg hier. Wir wollen nicht da unten hin mit der Gruppe. Auf gar keinen Fall. Aber wir können hier hinten ein bisschen uns umgucken, oder? Bracket. In Stealth. Okay, der Betrachter ist tot. Anomen. Weiter auf die. Während du hier hinten ein bisschen erkundest, vielleicht sind hier ja irgendwo Betrachter noch? Oh, bitte nicht. Bitte nicht noch so eine Horde Betrachter. Okay, da unten ist nur Anomen. Der immer noch langsam Schaden austeilt. Ja, da geht's wieder hoch, da geht's wieder hoch. Hier ist der Ausgang des Dungeons. Denn ich kann den gleichen Weg, den ich gekommen bin, kann ich nicht zurückgehen. Ich bin ein Loch runtergehüpft, um hierher zu kommen. In die Untotenstadt. Und da kann ich natürlich nicht. Oh, da ist noch was. Willst du den vielleicht mal? Na komm, Bracket. Wir sind mal optimistisch und du darfst den Gaut töten. Wenn du noch rechtzeitig hinkommst. Oh, da ist noch einer. Okay, da ist noch einer. Noch ein Betrachter. Damit ist dieser Plan dann wohl auch gestorben. Kümmere dich um den Betrachter. Anomen. Ich weiß nicht, was ich ohne diesen Schild gemacht hätte. Wahrscheinlich häufig neu geladen. Oder Todeswolken an den Bildschirmrand gezaubert. Oder eine Kombination aus alledem und vielen Monstern. Hey! Ist nicht fair. Kannst du nicht einfach beißen? Nur weil du Angst hast, Betrachter? Komm her, stell dich mir. Ja. Es gibt noch KI-Skripte, die Betrachter, also die das Betrachterverhalten verändern. Normalerweise sollten die den Schild erkennen und mich nicht angreifen dann mit ihren Strahlen, sondern genau wie der das am Ende gemacht hat, mich versuchen zu beißen. Okay, das sieht mir so nach Endraum aus. Werfen wir nochmal einen Blick da rein. Ich bin mir nicht sicher, wo genau der Dimensionsreißer ist. Entweder in dem Teil oder hier. Speichern wir das nochmal. Achso, hab ich schon. Na, speichern wir nochmal. Man kann nie genug speichern. Speichern ist immer hilfreich. Speichern ist immer gut. Stirb, kleiner Drecksack. Schauen wir mal da rein. Sobald er tot ist. Komm schon, du kleines Augenmonster. Stirb! Ich kann ja mal diesen Zauberstab benutzen. Warum eigentlich nicht? Los, mach ihn tot! Haha! Tot von oben, ja. Oh, da ist ein Teil des Dimensionsreißers drin. Das heißt, ich werde mal meine Gruppe da rein bewegen. Außer natürlich dich. Du kannst da unten hingehen. Und das Ding plündern. Dann haben wir die Gruppe an einem Ort, weil wir sind immer noch nicht dem großen Oberbetrachter begegnet, der ja hier angeblich leben soll, der hier angeblich wohnt.
Der hat sich noch nicht gezeigt. Geheimes Wort, ein nutzloser Zauber meiner Meinung nach. Aber ich benutze auch zu wenig Zauber wahrscheinlich. So, wer hat den Teil vom Dimensionsweiser? Du, okay. Spannung, Spannung. Der wird zusammengesetzt. Wir dürfen ihn nur einmal benutzen, sonst droht uns der Tod. Wir müssen ihn direkt zurückgeben, nachdem wir... Wow. Ihr steckt ihn sofort an euren Gürtel, genau. Das werden wir direkt nochmal machen. Herr Dimensionsreißer. Er hat nur eine einzige Ladung. Der mysteriöse Dimensionsreißer. Ich darf den noch nicht an die Oberfläche bringen. Also an die... Wenn ich die Kanalisation verlasse mit dem Ding im Inventar, dann bin ich einfach nur tot. Dann sagt das Spiel, die Götter bringen dich um. Ende. Happy End. Ja. Nicht wirklich. Nicht wirklich ein Happy End. So, kommt her. Denn hier wird jetzt der böse Oberbetrachter kommen, das blicklose Auge. Im Namen des allsehenden Auges, im Namen vom Helm, werden wir dich töten. Mit dem Dimensionsreißer. Das hat nicht viel geholfen. Oder doch? Ja, doch, es hat viel geholfen. Auf geht's! Oh, cool. Mazi, du bist ein Tier. Hui, ging nochmal gut. Was haben wir hier? Ein Amulett der Magieresistenz, denke ich. Ah ja, 10% Energieresistenz. Naja. Wer hat denn noch einen Hals frei? Mazi, du hast noch einen Hals frei. Warum nicht? So, den Dimensionsreißer, der hat sich automatisch aus meinem Gürtel genommen. Ich darf ihn kein zweites Mal verwenden. Absolut, komplett, total verboten. Die Götter hassen mich, wenn ich das machen würde. Das blicklose Auge ist tot. Das heißt, jetzt können wir den ganzen Kult auslöschen. Ja, ich meine, zurückbringen zu ordentlichen Glaubensrichtungen. Was? Ha, verschlossen. Mir gefällt das nicht. Nein, oder? Helfen, indem wir okay. Hier unten rumtreiben. Anscheinend nur ein Skriptproblem. Anomen. Was sind das? Schatten? Todesalb. Todesalbe sind sehr gefährlich. Die kann er auch, glaube ich, nicht. Genau wie Schattenscheusahne. Was machen wir denn da? Also du musst in die Front. Du musst an die Front mit deinem Untote vertreiben. Und dann gucken wir mal, dass wir den Rest irgendwie nach da bringen. Und dann könnt ihr anfangen mit Fernkampf. Auf dem Todesalb, was noch übrig ist. Ha! Wunderbar gemacht. War, glaube ich, alles doch Anomen. Wirst mächtiger und mächtiger, Anomen. Wir können uns auch irgendwann der Hauptquest des Spiels widmen und Imoen retten, sobald ich mich dazu entschieden habe, welches meiner Gruppenmitglieder nach Hause gehen kann. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Ich muss eigentlich in die Richtung. Ja. Vielleicht zeige ich aber vorher dem Kerl da vorne den Dimensionsreißer. Wie wär's, ja? Machen wir das doch nochmal. Ihr habt die Kreatur vernichtet, die so viele versklavt hat. Und dafür bin ich euch dankbarer, als ich es auszudrücken vermag. Okay. Ja, ich muss ihn zurückbringen. Okay. Das ist alles, was er mir sagt. Ich muss ihn zurückbringen. Dann gehen wir also hier wieder runter zu dem Tempel. Und geben dem Avatar seinen Dimensionsreißer zurück. Oh, komm her, Braget, du faule Sau. Orientierungsfähigkeit eines Toastbrotes. Hat der gute Braget. Deswegen waren jetzt auch hier die Monster, weil wir von hier gekommen sind. Wahrscheinlich sind die gespawnt, als die Tür aufgegangen ist. Über ein Skript. Mit denen hatte ich früher gerechnet. Ich hoffe, hier unten sind keine neuen Monster. Da habe ich ja nun mal gar keine Lust drauf, hier nochmal Kreischlinge zu töten oder... Oder gar nochmal Betrachter. Tja. Aber die gehören zu den stärksten Gegnern im Spiel. Ich muss immer, wenn ich hier dieses Zeug sehe, was hier noch rumliegt, muss ich immer an das Rätsel denken und wie grandios ich gar nichts gerissen habe. Komm, ich sammle das Zeugs auf. Es ist meine Belohnung. Für all die Versuche. Ich habe bis zum Ende geraten. Bis ich alle Optionen durchgeraten hatte. Okay. Weiter geht's, ja. Da liegt noch ein Trank. Oh, hey, ein Trank. Och, nee.
Normaler Heiltrank. Ein Heiltrank, der am Anfang von Baldur's Gate 1, wenn du so als Magier 4 Lebenspunkte hast, als Krieger hast du maximal 10 oder so. Und dann hast du diese normalen Heiltränke, die 8 Lebenspunkte heilen. Da kommst du dir großartig vor. Da denkst du, wow, der heilt mich als Magier ja zweimal voll. Und jetzt hat Nali ja 66 Lebenspunkte und die müsste 8 davon trinken, damit sie voll geheilt ist. Ja, wir sind so weit gekommen in der Zeit. Ja, ich bringe das Gerät zurück. Das Wunderwerk. Tja. Vielleicht gibt es deinen Gott immer noch. Oh, jetzt geht er mit uns da rein, während meine Gruppe hilflos auf dem langen, geraden Gang entlangläuft. Hm. Er ist nicht da. Ja, ruf ihn doch mal. Ruf ihn. Amaunator. Das ist Amaunators Avatar? Der gleiche Kerl, der in den Uma-Hügeln die Ruinen... dem die Ruinen in den Uma-Hügeln gewidmet waren. Sagen wir es mal so. Der gleiche Sonnengott. Und da kommt er. Ich höre. Ich höre euch, die ihr gelitten habt und die ihr noch immer leidet. Die Zeit ist zu Ende. Die Buchstaben des Gesetzes besagen, dass wir bis zum Ende der Zeit wachen müssen. Unsere Zeit ist zu Ende. Ja, wunderbar. Nichts, die Aufgabe ist erledigt. Ihr werdet alle an der Seite von Amaunator in der Festung der ewigen Sonne sitzen. Wow, bestimmt warm da. Die alten Feinde sind fort und die Pflicht ist erfüllt. Dies ist das Ende der Dinge. Lasst euren Verstand in meinem Herzen ruhen. Findet Ruhe. Ich will ja nicht pingelig sein, aber kriege ich noch eine Belohnung dafür? Ja, ich kriege eine Belohnung dafür. Was hast du mir gegeben? Ein Schild. Zeig mir. Nalia, wann hast du das letzte Mal gerastet? Das ist ja unmöglich hier, dass du das nicht identifizieren kannst. Okay. Saving Grace plus 3. Shield of Dawn. Also das Schild des Sonnenaufgangs. Mal sehen. Cool. Das ist gegen Untote sehr gut. Das geben wir dann doch einfach mal an Nomen. Warum auch immer. Der hat alle meine Schilde. Ja. Du bist mein Schildträger. Ein Schildträger ist, glaube ich, auch eine Klasse in irgendeinem Spiel, oder? Naja, jedenfalls nächste Folge rotten wir den Rest der menschlichen Anhänger aus des blicklosen Auges. Bis dann, mach's gut.